Willkommen zurück zu Clash of Clans. Es sind Clankriegsligen, genauer gesagt. Sie sind so gut wie vorbei. 18 Sekunden noch, dann ist der letzte Krieg zu Ende. Ich habe nicht besonders gut angegriffen. Ich habe nur 12 Sterne geholt, aber dafür 6 von 6 Angriffe. Wir sind zweiter Platz, das heißt, wir werden auf jeden Fall aufsteigen. Haben auch die meisten gewonnen. Nur 2 haben wir verloren. Und hier greift jemand von den Gegnern noch an. In den letzten paar Sekunden des Krieges. Oh, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Drei Zuschauer hat dieser Angriff. Und ja, vorbei. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Der Krieg ist zu Ende, okay? Dann sollten gleich die ganzen Boni vergeben werden. Ich hoffe, ich bin dabei. Ich glaube aber eher weniger. Wir haben hier nur noch das Rathaus. Das heißt, wir werden heute dafür sammeln. Ich würde sagen, wir haben Schild. Machen wir die Kobolde fertig. 90.000 von beidem. Und ich würde die Blitzzauber auf die Bogitürme machen. Schade, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, dann verteilen wir mal ein paar Ballons. So, eine Luftabwehr ist down. Die zweite auch. Ja, easy. Das waren mehr oder weniger geschenkte 90.000. So, das Elixier haben wir schon mal. Danach kommt noch das Gold. Was habe ich eigentlich in der Clanburg? Ein Drachen. Und geschafft. So, die Truppen danach sind auch schon fertig. Machen wir nochmal. So, was haben wir hier? Ah ja, toll entwickelt. Wir haben jetzt 1500 Juwelen. Sieht man kaum. Ja. Jetzt haben wir eine Doppelkanone. Kann man auch umstellen. Auf normal hat es eine größere Reichweite, aber hier hat es halt, glaube ich, doppelt so viel Schaden. Schaden pro Treffer 32. Ja, ich glaube schon. So, stellen wir es mal wieder zurück. Okay, gerade werden die Bonis vergeben. Ich würde sagen, greifen noch weiter an. 50.000 ist ein bisschen wenig. Naja, es ist mehr oder weniger geschenkt. Ich will nur mal kurz testen. Nein. Scheint nicht so, als gäbe es besonders viele Luftbomben. Was? Ich habe es nicht kaputt gekriegt. Nein. Das ist nicht gut. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wäre kaputt. Egal, wir haben gewonnen. 140.000 Elixier. Warum nur so wenig Gold? Ich bräuchte jetzt Gold viel mehr. So, da ist noch das Gold. Wow, wir kommen ziemlich gut durch die ganzen Einzelspieler-Level. Da ist ja auch noch ein Erfolg. Irgendwie, keine Ahnung, 150 Sterne holen.
Da 150 Sterne und gerade mal 20 Juwelen. Ja, wir sind leider wieder abgestiegen. Ich wurde halt mehrmals angegriffen. So, knapp 212.000 brauchen wir noch. Ist das zufällig hier drin? Ja, das ist es. Und Rathaus Level 7. Wir schalten den Barbarenkönig frei. Dunkles Elixier. Wir haben noch ein Lager. Noch eine Kaserne. Zwei Kanonen. Bogenschützenturm. Ja. Unser Clan wurde befördert auf Gold 1. Das heißt, wir kriegen jetzt noch mehr Boni. Boni vergeben. Schade. Naja. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt bekomme oder nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, hier nochmal Truppen ausbilden. Unser Elixierlager wird langsam voll. Oh, jetzt kriegen die Bogies alles ab. Na toll. Das war ein echt schlechter Angriff. Ein echt, echt grauenhafter Angriff. Den Wachposten könnten wir verbessern. Ich würde aber eigentlich lieber hier noch fürs nächste Rathaus sammeln. Deshalb würde ich sagen, ich warte, bis die beiden Armeen fertig sind und dann greifen wir wieder an. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Die Truppen sind jetzt fertig bei der Armeen. Ich sehe gerade Clankriegsliga-Boni oder an meinen Psychodog-Account verliehen. Danke. Danke, Vapanda. Ich glaube, ich werde das nicht aufnehmen, weil wir uns jetzt gerade hier um unser Rathaus Level 6 kümmern, was auf Level 7 verbessert werden soll. Ich würde sagen, machen wir weiter die Einzelspielermissionen. Hier hätten wir natürlich auch noch einiges. Himmelsfeuer, das würde ich gerne dann. Ja, das würde ich jetzt mal ausprobieren. Bleib hinter dem Luftfeger, während du dich in der Basis näherst. Zerstöre eine der Luftabwehreinheiten mit Blitzzaubern. 3 Stück. Bisschen Verschwendung. Entsende den Barbarenkönig, um die Drachen von dem Bogenschützenturm zu schützen. Entsende jeweils einen Drachen, um beide Seiten der Basis freizuräumen. Die Taktik würde ich dann auch nutzen. Aber vielleicht mit ein paar Ballons mit drin. Ich finde, Drachen sind schon ziemlich coole Einheiten. Ich finde sie auch besser als den Elektrodrachen, auch wenn der Elektrodrachen natürlich stärker ist. Sie sind einfach so eine richtig coole, starke Truppe. Genauso wie die Magier. Nur, dass die Magier weniger Leben haben. Das stört mich so ein bisschen.
Da ist gerade ein Drache drauf gegangen. Aber Luftbomben können mir nichts antun. Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Da ist noch ein Magierturm. Aber ich glaube, der steht uns nicht so sehr im Weg. Der macht vielleicht noch den Drachen platt. Aber mehr dann auch nicht. Ja, der hat noch volle Leben. Sind das eigentlich, sind diese Bases eigentlich von Spielern gebaut worden? Oder von den Entwicklern? Ich weiß es nicht. Es kann vielleicht auch von Spielern sein. So, die letzte Bauhütte steht noch. Und kaputt. Ohne Entsendungshilfe, nein, danke. Mich interessiert nur der Loot. So, dann greifen wir mal hier noch an. Affe in Rüstung. Okay. Ich würde sagen, einfach hier Blitzzauber hin. Und dann die Ballons auf der anderen Seite. Leider haben wir den Magierturm nicht platt gemacht. Kriegen wir das mit ein, zwei Ballons geregelt? Ich hoffe mal. Ja, locker. Verteilen wir mal die Ballons ein bisschen, da sie sehr selten sich selbst verteilen wollen. Jetzt sind die schon wieder alle auf dem Haufen. Verteilt euch mal ein bisschen, Leute. Dann schafft ihr mehr. Oder schneller. Alles kaputt zu machen. Ein bisschen Elixier noch aus den Lagern rausholen. Und dann bleiben noch die kleinen Kobold-Typen hier. Geschafft. So, noch mehr Truppen. Man kann nie genug Truppen haben. Verflixte Türme. Okay. Sieht gar nicht mal so schwer aus. Was meinen die mit verflixte Türme? Blitzzauber. Würde ich mal hier in die Mitte pflanzen. Hat nicht gereicht. Müssen wir mit ein paar Ballons nachhelfen. So. Ich glaube, das kriegen sie relativ schnell platt. Der Magier weiß gar nicht, was passiert. Wir brauchen nicht ein einziges Mal den Drachen. Merkwürdig. Was haben die mit verflixte Türme gemeint? So verflixt waren die jetzt nicht. Natürlich, wenn man das Ganze mit Bodentruppen angreift, ist das, glaube ich, schon einiges schwerer. Ich meine, der hatte eine Luftabwehr. Der hatte eine einzige. Ein paar Magiertürme, ein paar Bogenschützentürme, aber mehr auch nicht. 110.000 von beidem. Meine Lager sind so gut wie voll. Oder zumindest das Elixierlager. Ja, jetzt schon wieder ein bisschen Luft drin. 500.000 Gold haben wir. Ist nicht besonders viel. Machen wir die beiden anderen Trainingseinheiten noch. Okay. Wir sollen den Barbarenkönig aussenden und 5 Magier
damit der gegnerische König platt gemacht wird. Und hier 36 Schweinereiter. Das kostet echt viel Dunkles. Oh, Heilzauber. Ja, durch die Riesenbombe werden sie ziemlich viel Schaden bekommen. Das sind wirklich die größten Feinde für Schweinereiter. Riesenbomben. Was anderes stört die nicht wirklich. So, ich würde sagen, eins dahin noch. Und noch eins dahin vielleicht. Damit das so schön aufgeteilt ist. So, jetzt gehen schon einige hier aufs Rathaus. Nicht besonders viele. Schade, dass man hier kein dunkles Elixier bekommt. Ich meine, wenn da ein dunkles Elixierlager ist und das für Rathaus Level 7 bestimmt ist, könnte man ruhig auch ein bisschen dunkles reinpacken. Aber egal. Da kommen die ganzen Schweinereiter angaloppiert. Perfekt. Nein, danke. Nach Hause. Und das letzte noch. Ich glaube aber, dann ist unser Lager so ziemlich voll. 200.000, ja, das wird dann überfüllt. Ich mag nicht gerne Überfüllungen. Gibt es denn hier noch? Ja, gibt es. Da, okay. Also es gibt hier noch drei Level, wo ich nicht alles geholt habe. Die würde ich lieber vorher mal holen. Aber nicht mit 6 Ballons und einem Drachen. Da greifen wir nochmal hier in der Bauarbeiterbasis an. Ich würde eigentlich ganz gerne den Zerschmetterer machen, bevor ich dann die Folge beende. Aber es ist jetzt schon Überlänge. 17 Minuten. 18. Okay, machen wir einfach mal so. Ich wette, da ist eine Riesenbombe. Nein. Dann nicht. Aber hier ist irgendwo noch eine Riesenmine. Gigamine, keine Ahnung. Nein. Keine Mine. Manu. Und kriegen wir noch die 50. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher mal nicht. Einfach so ein Gefühl, weil ich bisher auch nicht so viel geholt habe. 49. Ach du Schande. Die kratzen noch an der Meisterhütte. Na toll. Ich hätte sowieso nicht gewonnen. Mit einem Stern. Ja, dann muss ich wohl hier den Wachposten machen. Ist aber auch nicht so schlecht. Das Truppenlevel wird immerhin um 2 Level erhöht. Das ist gar nicht mal so schlecht. 8 Stunden. Und das blockiert mich nicht so wie der Zerschmetterer, weil die ganze Basis halt nur auf diesen einen Zerschmetterer gerichtet ist. Und wenn es den halt nicht gibt, dann ist die ganze Basis aufgeschmissen. So, hier haben wir gleich 10 Ballons. Ich würde sagen, dann versuchen wir es mal, die paar unteren Level, bevor wir dann das letzte Trainingslevel machen.
Gucken wir uns erstmal Mauern aus Stahl an. Ein Blitzzauber haben wir. Und 10 Ballons. Das ist mir wirklich zu gefährlich. Der zweite braucht aber noch eine Weile. Dann nehmen wir uns halt ein etwas unteres Level. Ja, greifen wir einfach Danny Boy an. Der hat noch mehr Bogenschützentürme. Ernsthaft. Wie sieht's denn aus mit Brückenkopf? Okay, das ist schon was anderes, aber da sind trotzdem zu viele Bogitürme. Ich hab Angst. Wir haben einen Drachen. Also wir können noch so eine Notrakete zünden. Und ich glaube, ich muss die auch gleich einsetzen. Völlig verschwendet. Ah, wobei. Ich würde die Notrakete hier hinsetzen. Ich hätte den Drachen als Tank setzen sollen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich 100% hole. Schade. Er fliegt gar nicht mal so falsch. Ich glaube, das kann doch noch was werden. So, kein Loot mehr in den Lagern. Und ja, okay, 100%. 100%, die haben wir drin. Außer wenn jetzt irgendwo 10.000 Luftminen oder so sind. Und geschafft. Nee, ich wollte Drachen anfragen. So, dann machen wir die paar Ballons hier noch rein. Ja, jetzt werden wir trotzdem noch etwas verschwenden, aber es ist auf jeden Fall weniger. Ich würde sagen, das haben wir auch geschafft. Mit der Anleitung. Mal sehen, wer gewinnt. Barbarenkönig gegen schwachen Barbarenkönig und Lakaien. Und der schwache Barbarenkönig gewinnt. Juhu! Abbrechen. Ja, Leute, ich würde dann sagen, unsere Elixierlager sind voll. Gold ist halb voll. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt vorbei. In der nächsten Folge werden wir dann das Rathaus Level 7 haben. Unser ersten dunklen Elixiersammler bauen. Ist einfach logisch, den zuerst zu bauen, weil man dann auch im
Elixiersammler, dunklen Elixiersammler schon mal dunkles Elixier sammeln kann. Und im Rathaus wird man dann ja auch ein bisschen lagern können. Ja, danach würde ich dann wahrscheinlich die Sammler hochziehen. Oder je nachdem, was ich bekomme. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.